Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Gothic 2, die Nacht des Rahmen, war Spike Edition. Wir sind hier, wir haben in der letzten Folge einiges gekillt. Wir sind auch, wenn es so weitergeht, bald wieder Level up, was uns natürlich erfreut. Für Innos! Für Innos, Kollege. Die Frage ist jetzt, was lernen wir? Lernen wir Geschicklichkeit, damit wir auch noch mehr Taschendiebstahl machen können, aber so viel lohnt sich das, glaube ich, gar nicht mehr. Oder lohnt sich doch Armbrustschießen? Denn wir haben ja hier noch, wenn wir hier mal genauer hingucken, ein paar Steintafeln mit Armbrustschießen. Was eigentlich gar nicht mal so verkehrt wäre, ne? Innos leuchtet all denen, die seine Weisheit erkennen. Genau. Ist ja klar. Ja, dann lernen wir Armbrustschießen, würde ich sagen, ne? Ich möchte Armbrustschießen. Habe ich das nicht schon mal gesagt? Ich habe Zengrad gefunden. Wirklich? Wo ist er? Ah, ja. Er ist tot. Hier ist seine Armbrust. Er hatte sie bei sich. Er muss sich die Armbrust zurückgeholt haben, ist aber dann doch wohl von den Orks erschlagen worden. Verdammter Narre, ich wusste es. Wir werden alle sterben. Das hatte ich nicht nochmal gesagt, weil wir in der einen Folge die Quest abgebrochen hatten mit dem Typen neben Jan, diesem Drachenjäger, der andere da. Da war die Quest ja abgebrochen, da wir gesagt haben, was kriege ich dafür. Und da habe ich vergessen, das wieder zu sagen. Okay. Ich will von dir lernen. Okay, schieß los. Also ist besser so, als dass wir hier nicht vorbeigeschneit hätten und die 600 Punkte nicht gekriegt hätten, ne? Machen wir mal Armbrust. So. Haben wir schon mal 20% in Armbrust. Das ist ganz gut. Und da würde ich sagen, geht es jetzt wieder runter. Ich würde aber mal überlegen gerade, wo wir jetzt als nächstes jagen gehen. Wir sind im Wald fertig. Ach Gottchen. Ja. Ich überlege, wo wir jagen gehen können. Dieses ganze Minental ist einfach so brandgefährlich mit diesen ganzen Orks. Ob man da so schnell Fuß fassen kann, das wage ich mal so zu bezweifeln. Aber wir müssen das schon irgendwie schaffen. Wo haben wir denn das jetzt, Mensch? Ach da. Ey, wir haben einen Bonus, wir haben einen Geistertrank aufgesammelt. Ein Geistes, maximal Mana. Okay, habe ich nicht gesehen. Cool. Warte mal, dann haben wir hier sicherlich auch noch ein paar Pilze. Die können wir später nämlich noch essen. So. Schnelligkeitstrank und dann wird erstmal wieder gerannt. Kennt ihr ja. Ah, ich überlege, wo gehen wir denn hin? Wo geht es hin? Wutschatschak. Vielleicht sollten wir doch erstmal fernab der Orks leveln. Das heißt, wahrscheinlich nicht überall können wir leveln. Aber da, wo wir letztens angefangen haben, da gehen wir jetzt wieder hin. Oh, aber erstmal wird hier die Scavengers fertig. Die Snapper fertig gemacht, wenn wir hier gerade schon sind. Denn das sind immerhin Experience, ne? Deswegen, das wird jetzt erstmal fertig gemacht, soweit. Getötet. Wie auch immer. Das ist eine ganz schöne Horde. Oh, die sind ganz schön stark, Mensch. Wenn die alle auf einmal reinhauen, heftig, das ist dann so stark wie so ein Drachensnapper. Ich hab die tatsächlich unterschätzt, die paar Dinger hier. Naja. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. So. Gehen wir mal in die Truhe hier. Okay, war nicht viel, aber es hat gereicht für eine kleine Truhe, die mitten in der Landschaft steht. Zwischen vielen Snappern. Darf man nicht vergessen. So, ich bin nämlich gerade am Überlegen, machen wir die Orks hier oben, denn da sollen wir nämlich eine Quest machen.
Wenn wir die erstmal fertig haben, dann haben wir auch einen Verbindungsort. Das heißt, wir können dann auch von hier dann immer da hinten zum Beispiel zur anderen Mine und so, statt uns hier unten durchzukloppen. Ich muss mal gucken, wie viele Orks das sind. Eigentlich sind das nicht viele, oder? Ja, es sieht nicht viel aus. Naja, wenn es zwei sind, die werden wir ja wohl hinkriegen. Oh, wir haben ja Gott sei Dank noch einen Geschwindigkeitstrank drauf. Sauber, zwei haben wir schon mal. Wie gesagt, wenn das nicht viele sind, dann kriegen wir die Orks da oben auch down. Das ist kein Thema. Wir kriegen auch sowieso Orks down, nur das Problem ist immer, wenn es drei Stück sind, dann ist es meistens immer aussichtslos. Aber bei zwei ist das alles gar kein Problem. Naja. Hoshpak müsste da oben sein, glaube ich, so viel wie ich weiß. Hoshpak. Kleiner, gieriger Ork. Das sind sogar mehrere Schamanen, okay. Oh, kommt erstmal ihr beiden Orks? Ich denke mal, das ist intelligenter, als da gleich die ganze Meute anzuziehen. Gut, das klappt echt gut. Die nächsten zwei Orks sind weg. Na gut, es dauert halt ein bisschen, aber nach und nach kriegen wir die da oben schon weg. Vor allen Dingen, die spähen da auch die Burg aus. Das ist ein bisschen problematisch. Wie, weiß gar nicht, wie hieß der nochmal? Oryk oder Parsival? Der hat ja gesagt, dass die Orks die ein bisschen beobachten. Und dann ist das wahrscheinlich auch gar nicht mal so dumm, dass wir die da dezimieren. Okay, da ist nichts. Okay. Schamanen, die kommen auch gleich mit. Okay. Was macht der denn? Was hat denn der für eine Magie gemacht? Oh, oh, oh. Weg, weg, weg. Erstmal weg. Erstmal weg. Habt ihr das gesehen, was er für eine Magie gemacht hat? Ich wüsste das echt mal gerne. Aber naja. So, ein Schamane bleibt da noch, ne? Einer war da noch. Ich komme. Hoshpak. Leichte Ork-Axt. Mana-Essenz. Ork-Schaman-Talisman. Schutz vor Feuer. 25. Okay. Ein Schamane ist da noch. Das war's mit dem letzten Schaman, der hier oben haust. Mehr sitzt hier nicht. Und der Schnelligkeitstank hat auch genau jetzt aufgehört. Super, hat ja das Timing echt gut gepasst. So, ist denn hier drinnen noch was? Nein. Aber ich finde gut, dass der eine Halskette gegeben hat, der plus 25 Feuerschaden wieder resistent hat, ne? Das ist gar nicht mal so verkehrt. Denn wenn wir mal gegen Drachen kämpfen oder nochmal gegen Schamanen, könnte man das rein theoretisch anziehen. Ob das jetzt so viel bringt, das sei da mal hingestellt. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir Hoshpak schon mal getötet. Und wir sind auch eben eine Stufe aufgestiegen. Das heißt im Grunde genommen, wir könnten eigentlich das nächste lernen gehen für Armbrustschieße. Machen wir aber was später. Oh, sind das viele Orks. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir werden sterben. Wir werden sterben. Hilfe! Ich sag nur Hilfe.
Jo, wenn einer da noch kommt, das ist gut. Holen wir noch den einen ran hier. Sauber. Ich denke mal, das ist eine gute Strategie, dass man zuerst mal die Orks sich raussucht, wo wenige sind und sich dann zum Beispiel den Außenring der Burg nähert. Denn ihr habt da schon gesehen, dass es verdammt viele Orks sind und dass man da eigentlich soweit erstmal keine Chance hat. Aber so ist das, denke ich mal, doch machbar. Wie ihr seht. Man muss auch schon ein kleines bisschen Skill zeigen, also ein bisschen nichts zu holen. Gut drauf sein und das Spiel beherrschen. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Sonst sind die Orks für einen zu schwer. Definitiv. Naja. Leider ist der Kadaver hier weg. Es ist nur noch die Ork-Axt. Das ist halt ein bisschen blöd. Aber naja. Kann man nicht ändern. So, und komm ran hier. Ach, schön, dass die auch immer Tränke dabei haben, ne? Ich wollte gerade sagen, wie viele Orks sind denn das noch? Nicht, dass der Schamane und der andere Ork dahin noch kommen. Das wäre ein bisschen problematisch gewesen, aber wäre vielleicht auch kein Ding. Denn wie ihr seht, eigentlich ganz einfach. Und ich wiederhole mich eigentlich, das merke ich gerade. Habe ja bestimmt in der Folge schon so oft gesagt, dass die Orks kein Problem sind. Aber es stimmt ja. Die Orks sind echt kein Problem. Wenn man weiß, wie. Okay. Okay. Dann komm erstmal du her. Nichts, da ist nichts. Da ist nichts zu holen. Wie schade. Vielleicht kommst du mal hierher, Ork-Schamane. Das ist ein bisschen einfacher, als wenn ich da so weit weg bin. Ja, ob wir das schaffen? Eine andere Frage. Oh, da ist ja noch einer. Da ist ja noch einer. Noch so ein Kollege von dir. Alles klar, super. Dann haben wir die Ork-Schamanen wegen schon mal tot hier und so weit. Alter Falter. Ist gar nicht so einfach. Naja. Da sind noch viele Warane. Wölfe und Wachs drin in der Höhle da. Die müssen wir aufpassen. Die werde ich natürlich jetzt auch noch holen. Aber wie gesagt, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Wer weiß, was in der Höhle... Ne, Höhle kann man nicht sagen. Wie sagt man dazu? Doch, das ist schon eine Höhle, doch. Eine kleine. Was da sonst noch drinne haust? Ich denke mal, das werden wir jetzt herausfinden. Alter, sind das viele! Wow, waren das viele. Okay. Ist das denn? Olaf! Musste ich nicht mal wen finden? Olafs Beutel, ein paar Münzen klimpern da drin. Okay. War das nicht mal so, dass ich einen Typ namens Olaf suchen sollte? Ich weiß es nicht mehr. So, hier können wir viel aufsammeln jetzt, Leute. Nicht zu holen. Das ist jetzt nicht mal wenig. Vor allem, wenn wir jetzt bei Bossbar gewesen wären, hätten wir die ganzen schönen Fälle alle an Bossbar verkaufen können. Aber wir sind nun mal bei Harad, was wahrscheinlich auch keine schlechte Idee ist. Nichts zu holen. Denn ich müsste mal gucken. Ich habe ja gesagt, dass ich jetzt hier nicht mehr das mache, dass ich hier Rohstahl bei Bennett kaufe und bei Harad
Nichts zu holen. Genau, und Baharat verkaufe hinter die geschmiedet sind. Sondern ich werde, wenn überhaupt, nur noch schmieden, wenn ich Rohstahl irgendwo finde. Ich werde mir da auch nichts mehr kaufen oder so. Und ich weiß nicht, wie viel Rohstahl ich noch habe, aber wenn wir was haben, können wir das noch einmal machen halt. Da ist nichts zu holen. Das ist halt der Vorteil eines Handwerkers. Nichts zu holen. Aber in Zukunft wird das dann nicht mehr gemacht, halt, dass nichts wir zu plündern. Die Sachen kaufen. Ne? Das macht ja auch dann nach einer Zeit auch gar keinen Spaß. Was noch ein Ork, ey? Wie viele Orks kommen denn hier noch? Aber solange das nur einer ist, ist es in Ordnung. Oh, es ist ganz gelöscht. Machen wir mal schnell wieder hin. 0798. Oh, die Zeit ist eigentlich auch schon wieder rum. Aber ich werde mir trotzdem noch die paar hier anlachen, die Monster. Und erst in der nächsten Folge geht's dann weiter, wenn wir dann hier fertig sind. Gut, der Ork ist besiegt. Und jetzt kommen die Wölfe und Wargs dran. Ich werde auch bald mal echt verkaufen, weil das, was wir dabei haben, das ist schon echt nicht mehr spaßig. Es ist ja schon fast heftig, was wir dabei haben, denn wir können da echt noch Geld mitmachen. Oh. Kriegen immer mehr XP. Ich wollte eigentlich gerade aufhören, wisst ihr das? Das ist lustig. Na gut, dann beende ich doch die Folge hier an der Stelle, denn es wird wahrscheinlich hier noch mehr zu holen sein. Also, macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.